Ah ja. Hier ist sonst nichts. Ist hier in dem Raum irgendwas? Achso, hier ist was. Das ist gar kein Raum, das ist ein Flur. Aber wir haben Feststrickwolle. Was? Weiß nicht. Brauchen wir bestimmt noch. Geh aus dem Weg. Da kommen wir nicht rein. Du kannst hier auch. Das war jetzt tolles Timing. Du kannst hier auch nicht aufmachen. Och, Mann. Aber ich will da rein. Wahrscheinlich ist hier noch irgendwas Tolles, ne? Was wir dann noch erkunden müssen, wenn es soweit ist. So, was ist, war jetzt hier so leuchtend rotes irgendwas? Was habe ich hier gesehen? Hier ist doch gar nichts. Das war doch hier in der Richtung, oder? Oder war das der Drache? Nee, hier war irgendwas. Wo ist dieses irgendwas? Okay. War das hier? Mal ernsthaft, ich habe doch was gesehen. Warte, da ist noch was. Okay. Da ist unser Lager. Was ist das da? Ja, hat jemand gespindelt? Die spinnen wohl, die Spindler. Im Nebel, Phantome aus Träumen. Diese Nacht bedeutete nicht das Ende der Welt. Als ich am nächsten Morgen erwachte, leuchtete der Himmel noch immer grün und wir auf See konnten das Licht selbst im strahlenden Sonnenschein noch sehen. Die Mannschaft sprach über nichts anderes mehr. Wir hatten so viele Fragen, auf die wir jedoch frühestens im Hafen von Antiva Antworten erhalten würden. Anschließend wurde alles nur noch merkwürdiger. Da mir bewusst geworden war, dass die frische Luft die Auswirkungen der Seekrankheit linderte, fand ich mich bei Einbruch der Abenddämmerung erneut an Deck wieder. Ich war in Gedanken verloren. Das Buch, das ich gerade las, hatte meinen Kopf mit Geschichten über allerlei wunderliche Dinge gefüllt, die auf See gesehen worden waren. Dann sah ich das Licht wie das Flackern einer Kerze über dem Wasser schweben. Es hatte denselben Grünton, den wir in der Nacht zuvor auch am Himmel gesehen hatten. Während ich es neugierig betrachtete, quoll aus ihm eine Nebelbank hervor, die auf die Seelilie zukroch. Ach, Seelilie ist wahrscheinlich das Schiff. In dem Nebel waren weiße Segel und ein Bug zu sehen, der direkt auf uns zuhielt. Es kostete mich enorme Überwindung, meine Stimme zu finden, doch es gelang mir und ich rief zum Krähennest hinauf. »Seht dort«, schrie ich und zeigte auf den Nebel. Die Augen des Ausgucks weiteten sich und er läutete die Glocke. Ein Ruf erging an den Steuermann. »Rieh, hart Steuerbord!« Wir änderten hart die Richtung und schrammten nur um Haaresbreite an dem Schiff im Nebel vorbei. Was ich dann sah, werde ich mein Lebtag nicht vergessen. Fauchende Gesichter, einige von ihnen in Flammen, andere in Rauch gehüllt, mit dunklen Löchern anstelle von Augen und mehreren Reihen messerscharfer Zähne. Sie waren überall, auf Deck, in der Takelage, heißt das so? Von Angst erfüllt sprang ich zurück und muss anschließend das Bewusstsein verloren haben. Als ich wieder zu mir kam, sah ich den Steuermann, der sich mit aschfahlem Gesicht über mich beugte. Wir beide wussten, was wir da gesehen hatten, den windigen Freimarscher, der aus der Legenden in die Wirklichkeit gekommen war. Eine Schilderung von Vierlazar von Treviso, der Gerüchten zufolge einst eine Krähe von Antiva gewesen sein soll. Und dann hat er hier gespindelt und dann die Geschichte geschrieben. So war das. So. Ich muss auf jeden Fall wieder zurück und das hier angucken. Aber vielleicht gehe ich ja besser hier rum, oder? So, hier so? Geht das? Hier so? Das müsste doch gehen, oder? Dann gehen wir erst hier hin.
Habe ich gerade einfach nur Solas Stab gesehen und das kam mir so komisch vor da hinten. Das sah nämlich so aus. Boah, ich flipp aus, ne? Du mit deinem blöden Leuchtestab. So, hier kann ich auf jeden Fall nicht runterhüpfen. Das ist ein bisschen zu steil. Aber vielleicht kann ich hier irgendwie rum. So still auf einmal. Wir versuchen das mal. Oh, doch, das geht tatsächlich. So. Genau, und dann war ich hier. Habe ich nicht von hier aus ein Haus gesehen? Da muss ich ja noch mal gucken jetzt eben. Ich dachte, ich hätte da ein Haus gesehen von hier aus. Das ist aber gar kein. Aus dem Weg. Nee, ist definitiv kein Haus. Weiß ich, oder habe ich das von hier gesehen? Ich weiß es nicht mehr. Aber hier ist kein Haus. Da ist ein Haus. Ich habe ein Haus gefunden. Bin ich mal gespannt, ob das das ist, was ich schon längst gesehen habe. Oder ob das ein neues ist. Ist das dieser Hof? Oder ist das jetzt. Ach, das ist das. Ich bin eine sehr verwirrte Frau. Das ist aber vollkommen in Ordnung, finde ich. Okay. So, ich habe mir das da angemarkert. Wollte ich hier den Weg lang gehen? Wieso hast du gespeichert? Das war nicht ich. Muss mir ja Sorgen machen. Was denn damit? Das ist doch auch noch ein Haus. Achso, das ist vielleicht diese anderen Hütten, ne? Diese Hütten, wo wir schon waren. Hallo, Bär. Düppidüppidü. Wir laufen den Berg runter. Um etwas zu finden, was wir wahrscheinlich schon gesehen haben. Aber das ist okay. Weil ich will nichts verpassen. Und dieses Elfenwurz hier muss ich dringend mitnehmen. Ja. Hä? Hier ist überhaupt kein Haus. Wieso sieht es auf der Karte aus wie ein Haus? Jetzt mal ernsthaft. Das sieht doch hier aus wie so ein Haus, oder nicht? Ja gut, dann gehen wir jetzt hier hin, weil hier ist so diesen Weg am besten lang. Und dann gucken wir mal, ob wir hier so rumkommen. Das ist der Plan. Das ist der Weg, oder? Kommen wir vielleicht dann noch an den Bären vorbei. Wo ist das? Hallo? Ach, hier ist was zu lesen. Das ist ja toll. Ist hier noch was anderes, außer das zu lesen? Achso, das ist beides Gedönsrad. Im Nebel, der windige Freimarscher. Guck mal, da haben wir die Geschichte. Die Geschichte vom windigen Freimarscher ist uralt. Die frühesten Versionen der Legende stammen aus dem erhabenen Zeitalter. Der Freimarscher soll angeblich ein Zweimaster gewesen sein, der in Antiva mit Kurs auf die freien Marschen in See stach, dann jedoch in einen Sturm geriet und niemals wieder auf einen Hafen erreichte. Warum sollten denn dann die Besatzungsmitglieder brennen? Wochen später wird er dann einige Meilen vor Kirkwall auf dem wachen Meer gesehen. Ein Wachposten aus der Oberstadt sichtete ihn, wie er bei völliger Windstille mit geblähten Segeln im Nebel treibt. Boote werden ausgeschickt, doch soweit sie auch auf See hinausrudern, sie können den Freimarscher einfach nicht erreichen. Schließlich kehrt das Schiff in den Nebel zurück und verschwindet. Von diesem Tage an wird er immer wieder von Seeleuten auf dem wachen Meer gesehen, stets im Nebel und stets vor einem Sturm. Es heißt, er sei für jeden, der ihn sieht, der Vorbote eines gewaltsamen Todes. Das klingt nicht gut. Natürlich wird die Legende vom windigen Freimarscher häufig als Aberglaube abgetan und in den letzten Jahren erwiesen sich Sichtungen geisterhafter Schiffe regelmäßig als nichts weiter als Lichtspiegelungen im Meer, im Wasser.
Dennoch wird die Geschichte weiterhin erzählt, um zu erschrecken, zu amüsieren oder sogar um Fantasie zu beflügeln und wurde im Laufe der Zeit immer schillernder. In vielen neueren Versionen hat der Freimarscher eine Mannschaft aus atemberaubend schönen Geistern, die jedem, dem es gelingt, an Bord des Schiffes zu gehen, dessen geheimste fleischliche Gelüste erfüllen. Was? Das sah, also klang aber nicht so wie bei dem anderen. In einer besonders ausgefallenen Nacherzählung wird der Freimarscher auf eine verhängnisvolle Reise geschickt, um das geheime Rezept für Kunari-Bier zu stehlen. Er findet im Feuer ihrer Kanonen sein Ende, taucht aber später in entscheidenden Momenten der Geschichte von Thedas wieder auf und entführt legendäre Persönlichkeiten, unter ihnen auch Andraste, die sich dann an Bord des Geisterschiffes zusammenschließen, um Parfollen anzugreifen. Aus Thedas Mythen und Legenden vom Bruder Ferdinand Jevin Ginitivi. Da steht sonst nicht Ferdinand. Wieso steht er als Ferdinand? Ah ja, gut, haben wir aber das jetzt. Hallo, guten Tag, Bruder. Ich weiß auch nicht. Wie nennt man die? Banditen, Klinge. Klinge? Wie nennt sie Klinge? Das ist sicherlich gut. So, jetzt sind wir hier. Ja, jetzt mach das weg. Ja, dann würde ich jetzt hier weitergehen, oder? Nee, eigentlich würde ich hier weitergehen. Hier so. Hä? Das ist überhaupt kein Weg. Warte mal. Dann eben hier runtergehen und gucken, ob man da rechts hoch kann. Hier ist definitiv kein Weg. Nee, da müssen wir doch da lang. Also gehen wir jetzt hier hoch und da durch. Und dann links. Ist das wieder dieses Haus? Jetzt hüpf doch mal hier hoch. Oh oh, wer bist denn du? Aber was bist du denn für einer? Ach, ein aufständiger Magier. Ein anständiger Magier. Hm? Man sieht sehr viel gerade. Okay. Wieso ist denn der so stark? Ja, das war nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Versuch's jetzt nochmal. Nein, immer noch nicht. Jetzt? Jetzt greif doch mal mich an. Na gut. Dann halt nicht. Wo willst du denn hin? Ich geh doch nicht weg. Wieso ist der eigentlich so schwer? Ich meine, es geht, weil wir sind halt mehr. Kannst du den mal nicht immer so weit wegwuschen? Ich finde den doch dann immer nicht mehr. Ja, hat er jetzt gemacht. Er hat auf dich gehört. Was? Eines frage ich mich schon die ganze Zeit, Solus. Woher wusst... Moment. Momente mal. Hier, wo wir sein würden. Die Bresche hatte sich geöffnet. Wir waren in heller Aufregung und hatten kaum Zeit nachzudenken. Und plötzlich wart ihr da. Ich wollte mir die Bresche selbst ansehen. Ich wusste nicht, dass ihr dort sein würdet. Ihr könnt nicht weit weg gewesen sein. Das ist richtig. Ich wollte hören, was das Konklave ergeben würde, ohne mich ihm allzu sehr zu nähern. Hm, das war dann wohl unser Glück. Sei doch immer so misstrauisch. So, ich gehe jetzt aber erstmal hier hin, glaube ich. Und dann dahin, weil da bin ich jetzt näher dran. Warte, irgendwo... War das das? Ach nee. Nee. War irgendwie hier hinten und dann links, ne? Hier ging irgendwo ein Weg lang. Wo ist er denn? Da. Hopp, hopp. Hoch da. Da ist der Weg. Ich habe den Weg gefunden. Ist hier was? Nö. Hier? Nö. Hier vielleicht. Oh, hier ist tatsächlich was. Warte mal.
geht das? Oh. Ich fühle mich sehr bewaldet gerade. Ich sehe nichts. Okay, das ging, aber es hat überhaupt keinen Zweck gehabt. Wo ist denn das? Da. Wer schleicht denn da unten? Wie seid ihr denn so schnell hingekommen? Und was machst du hier, Cassandra? Warte, ich guck erstmal kurz. Nastarium. Oh nein, das ist wieder mir. Ja. Das kriege ich auch wieder nicht hin. Naja, egal. Der Steinbaum. Wer hätte das gedacht, dass hier einen Steinbaum gibt? Der Steinbaum. Und so bahnte Galen sich seinen Weg durch den Wald, bis er das Licht des Viertelmondes auf den Fels scheinen sah. Elise trat hinter den Kiefern hervor. Ach so, die Bäume meinst du. Hinter den Kiefern hervor, sie umarmten sich kurz und machten sich dann auf zu dem wartenden Schiff. Aus einer regionalen Version von Die findigen Liebenden. Es heißt, dass Liebenden, die den Steinbaum küssen, mit einer langen und glücklichen Ehe gesegnet werden. Anhänger dieses Aberglaubens ignorieren Versionen der Geschichte, in denen Galen und Elise direkt danach im Meer ertrinken. Schwester Holda aus ihrem unveröffentlichten Werk Volkstümlicher Unsinn und andere Absurdität. Ah, schön. Das hier, ja. Okay, ich warte, ich mache mal eben meine Markierung weg. So. Okay, dann wollen wir mal Sterne basteln, ne? Kann ich sehr gut. Ach du Scheiße. Mist. Ja, also. Was? Ach man, mach doch sowas. Okay, hier hoch. Bin schon völlig lost, ne? Die dürfen da nur einmal rein. Nein, mach das nicht. Ist das richtig? Oh doch, das geht. Nee, oder? Hä? Was sind denn das für zwei Sterne? Sind das die beiden? Hä? Was sind das für... Sind die extra? Das ist eh falsch. Nee, das ist ganz falsch. Was ist zurück? Zurück? Nur ein zurück! Ach Mann. Oh Mann, wieso tust du mir das an? Oh, was ist mit denen? Jetzt mal ernsthaft, sind die extra? Ich fange jetzt hier einfach an. So. Oh, das ist nicht richtig. Wir machen mal irgendwas hier, ne? So. Soll so schief sein?
Das sieht zumindest schon mal so aus, wie das da. Ach du Kack. Und dann? Schon wieder nicht, was ich hier. Okay, warte. Mach es einfach mal so, so, so. 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 Da fehlt doch irgendwas. So. Ja, vielleicht. So, so. So. Und so? Oh mein Gott, das war richtig! Drei Versuche nur! Toll! Oh Gott. Oh mein Gott! Sind die anderen auch so kompliziert? Ist ja furchtbar. Sternbild, Billy. Jetzt kann ich auch nicht mehr lesen. Nee, das ist ja eine Unverschämtheit, dass man dann nur lesen muss. Ich muss kurz Kakao trinken. Sternbild Bellitanus. Die Darstellungen des im Volksmund als die Jungfrau bezeichneten Sternbilder Bellitanus, Sternbildes Bellitanus, ändert sich von einem Zeitalter zum nächsten. Da es als schick gilt, eine bedeutende Frau als der jeweiligen Epoche zur Verkörperung der Jungfrau zu erklären. Im erhabenen Zeitalter war dies beispielsweise Königin Madrigal, die damit Königin Asha ablöste. Allerdings wäre wohl keine dieser Frauen sonderlich erfreut über die Tatsache, dass sich Bellitanus ursprünglich vermutlich auf Urtemiel, den alten Gott der Schönheit, bezog. Aus einer Abhandlung über die thedosische Astronomie von Schwester Oran Petracharius. Ja, alles klar. Was? Wo? Als ob ich das jetzt gesehen hätte. Haben wir da jetzt... Ah ja, die, ne? Ich glaube, die sind da jetzt hier so angezeigt und so, ne? Ja, ja, das... Ja, finden wir schon. Das finden wir schon, gar kein Thema. So, jetzt gehen wir aber erstmal wieder dahin. Da muss... Wer ist hier? Ich sehe nichts. Ich weiß nicht, wo ich bin. Hallo. Ah! Nein! Lass meine Kämpfer in Ruhe! Au! Was soll denn das? Wo sind eigentlich meine Leute? Okay, das stimmt jetzt gleich. Haben wir noch welche von den Kriegern? Ja, okay, ihr lebt noch. Das ist schön. Sind noch was? Nö. Okay. Bitteschön. So, warte, jetzt muss ich irgendwie wieder da hochkommen, ne? Wie ging denn nochmal hier der Weg hoch? Hier? Oh, guck mal, Elfenwurz. Das ist ja ein Ding. Ich glaube, hier ist richtig. Ja, ja, ja. Da ist es doch schon. Ich komme hier am besten hoch. Da lang. Ich frage mich aber trotzdem, wieso war da jetzt auf einmal ein Zauberer? Vorher nicht. Wenn das hier einem Zauberer gehört, ne, dann ist es bestimmt nichts Gutes, was dahinter ist. Hallo? Uff. Okay. Also ist nur eine Kiste. Dann ist ja gut. Notizen aus der Hütte eines Magiers. Ausschnitt aus einem Manifest über die Rechte von Magiern. Die Seite ist abgegriffen und zerknittert, als sei sie oft gelesen worden. Andraste erfuhr Leid durch die Magister und fürchtete deshalb den Einfluss der Magie. Aber wenn der Bauer der Magie
die Schuld an den Taten der Magister in der schwarzen Stadt gab, warum sollte er sie uns dann weiterhin zum Geschenk machen? Die Unterdrückung der Magier entstammt den Ängsten der Menschen, nicht dem Willen des Erbauers. Da bin ich eigentlich voll bei dir, muss ich sagen. Darunter sind einige persönliche Gedanken notiert. Die Ängste der Menschen, wenn sie Abstand halten, gibt es keine Ängste. Dieser Ort ist abgelegen genug. Es ist seltsam, wenn im Nebenraum niemand spricht, wenn kein Auge einen beobachtet. Manchmal vermisse ich es. Aber wenn das nicht der Wille des Erbauers war, dann ist es vielleicht das hier. Ja, weißt du, ich hätte dich nicht gekillt, wenn du mich nicht angegriffen hättest. Dann hätte ich hier nichts getan. Du hast mich angegriffen. Okay, ich nehme alles zurück, für wäre es besser so. Oh. Ich kriege hier eine Gänsehaut. Hä, was haben die denn an? Was? Hä? Du hast also Menschenopfer gebracht, ja? Aber was? Wieso sind die denn so gekleidet? Okay. Ja, wir gehen einfach wieder, ne? Okay. Nehmen wir mal so als gegeben hin. So. Haben wir das hier nicht auch schon? Nee, aber nicht, ne? Kann sein, dass ich da noch hin wollte, aber es nicht getan habe. Hier oben war nur so ein dieser Schädel. Ich glaube, dass hier der Drache ist. Da will ich eigentlich nicht hin. Also noch nicht zumindest. Wir reisen mal erstmal hier hin. Ja. Ja, das machen wir erstmal. Und dann marke ich mir das Quest mit den Wächtern wieder an. Hier. Ja. Und dann... Machen wir noch was? Nee, ich glaube, dann höre ich jetzt erstmal auf. Ja. Ja, dann höre ich jetzt erstmal auf. War wieder ein Stück Reise. Ich weiß nicht, ob wir viel geschafft haben oder nicht. Ne? Mit mir schafft man immer nicht so viel, glaube ich. Aber weil ich mir immer alles angucken muss. Ne? Nicht, also ich nehme das für mich selber jetzt nicht als negativ auf. Aber ich muss mir natürlich immer alles angucken. Und vielleicht auch mal zweimal, wenn ich zu früh an einem Ort bin. Was macht denn der da hinten im Hintergrund? Hat er Pipi gemacht oder was? Naja. Ja, ich muss mir mal alles angucken. Ich werde jetzt die Psyma einfach schon mal leveln. Und dann werde ich nochmal gucken, wie das mit der Ausrüstung ist. Was sie hier noch vielleicht benutzen können und so weiter. Und dann... sehen wir uns in der nächsten Aufnahmesession wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Like, einen Kommentar oder auch ein Abo da. Und bis dann. Tschüss.